So, an diesem Tisch hier muss ich irgendwie immer das zweite Mal anfangen. Also heute ist der 17.07. und heute ist Neumond, falls das irgendjemand interessiert. Vielleicht ist das ja auch wichtig hier für das, was ich jetzt ausdrücken will. Und schauen wir mal, was hier kommt. Weil eigentlich wollte ich mich mit Zielen beschäftigen. Ja, also mit zielgerichteten Fragen. Und das habe ich gestern auch schon mal gemacht. Das war hochinteressant. Da ging es um Partnerschaften. So. Also wie ist das, ne? Wenn wir so mit Energien zu tun haben. Alles Energie, Schwingung und Frequenz und Vibration ist. Wie ist das mit dem Bewussteinsetzen? Aber das ist immer mein Thema, ne? Ach, schon wieder hänge ich da. Brauch da mal Hilfe. Bitte. Dieser bewussten Entscheidung. Also ich will etwas, ne? Also dass ich will, ne? Und dem sich einem Größeren hingeben, sich dem Größeren hingeben. Gott oder wie auch immer wir es nennen wollen, hingeben. Also nicht etwas haben wollen, sondern etwas einfach empfangen, ja? Also der Unterschied zwischen haben wollen und einfach empfangen. Das ist hier. Und ich finde, das ist eine große Frage, die sich in allen Bereichen, durch alle Bereiche zieht. So, wie ist das mit dem Ich, das will, was ja immer das Ego ist, ne? Und wenn ich etwas will, wie ist das? Ist das denn versus dem Moment, ne? Oder kann ich etwas wollen und trotzdem im Moment vollkommen 100% zufrieden sein? Ist das möglich? Ist das möglich im Hier und Jetzt? Das sind wirklich ernsthafte Fragen, ja? Also mich beschäftigt das wirklich zutiefst, das ist meine Radix-Themen hier. Kann man etwas wollen? Ne, also wir wollen ja hier, wir Menschen, immer wollen wir was. Ne? Es soll schöner sein, es soll grüner sein, es soll kälter sein, es soll nicht regnen. Man soll gesünder sein, man soll sportlich sein. Und man will das Auto, man will die Arbeitsstelle, die Verwirklichung. Also das sind ja immer das Ego, unser mentaler Verstand, wie auch immer, will ja immer irgendwas. Ne? Immer irgendwas verändern, kreieren, gestalten. Aber aus welchem Raum kommt das? Aus welchem Raum? Ja? Aus dem Raum der alten Konditionierung und Vorstellung? Kann ja nur. Ne? Denn die wirklichen Wunder, die haben wir vielleicht irgendwo gelesen oder bei anderen Menschen wahrgenommen oder vielleicht haben wir auch schon kleine Wunder in unserem eigenen Leben erlebt, aber wir haben ja überhaupt gar keine Vorstellung, was wirklich, wirklich möglich ist an kreatürlichen Prozessen. Und da komme ich wieder auf das Thema Seance, in dem Beispiel Kai Mügge, den ich mal selber gesehen habe in mehreren Seancen, oder Sai Baba, der unter anderem tonnenweise Asche, heilige Asche hat regnen lassen. Kann man sehen in Videos. So, das ist alles kein Fake. Auch die Seance, kein Möge war kein Fake. Also die Welt ist fundamental anders, als sie uns erscheint. So, dabei bleibe ich. Und wie kreieren wir die, ne? Was kreiert durch uns? Was ist Leben selbst? Und kann ich, aus welchem Raum will ich etwas? Und wenn ich in einem größeren Raum eingebunden bin, will ich dann überhaupt etwas?
Das ist wirklich, da knabber ich mir meine kleinen Zähnchen aus, mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Wirklich wahr. Also, wenn mich da jemand verstehen kann, dem es also ähnlich geht in diesem Strudel aus haben wollen und lassen, haben wollen und lassen und loslassen und empfangen, dann bitte doch einen Kommentar. So. Also augenscheinlich hänge ich da heute wieder. Oder so. Wie ist das, wenn ich was ich will? Manipuliere ich dann in den Energien rum? Ist es Sinn der Sache, hier mit Energien rum zu manipulieren, was wir ja alle machen, ne? Oder ist es Sinn der Sache, dass das übergeordnete Prinzip mit uns spielt? So. Ja, denn alle anderen Geschichten, die machen uns nicht glücklich, ne? Wir wissen es ja, ne? Dann haben wir da irgendwie, weiß ich nicht, das beste Schmuckstück und im besten Fall haben wir dazu irgendeinen Kontakt, der uns trägt, oder wir haben es schon nach einer Woche wieder vergessen und interessiert uns nicht und haben es in die Schublade gepackt. Oder dann haben wir das Neue, oder dann haben wir den Job und dann sind wir da unzufrieden und dann lernen wir den Menschen kennen und dann verunsichert der uns wieder und ja, bla bla bla, wir wissen es alle, ne? Das Leben ist so schön wie aber auch nicht easy manchmal, ja? So, und woher kommt das? Ist das Leben geschaffen dazu, schön zu sein, friedlich zu sein, leicht zu sein, ne? So dass wir das Gefühl haben, wir sind eingebunden und im Frieden und so weiter, ne? Und so, oder brauchen wir all diese dunklen, depressiven, anstrengenden, schmerzvollen Erfahrungen? Oh, da haben wir wieder hier die 8. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ohne diese Bewegung kein Erfahrungsraum. Ich sehe ja ein. Okay, wir tun einfach mal so, ich hätte jetzt was verstanden in dem Moment. Hier haben wir nur Gott darf Punkte setzen. Und dann nutze ich jetzt doch mal einfach rein aus Experimentierfreude den freien Willen, den wir nicht haben, aber egal. Und setze mal ein Ziel und guck mal, wie das EKG sich dann ausdrückt. So. Mein Gott, das muss mein Thema sein. Also kriegst du richtig Stress mit Zielsetzung. Das ist wirklich verrückt. Das ist. Okay, welche Ziele wollen wir denn haben? Welche Ziel darf es denn sein? Ja, schon mit dem, was ich liebe, auch finanziell unabhängig zu sein oder ein sehr gutes Einkommen zu haben oder so, ja. Wie kann man das formulieren? Wie wäre der Shortcut? Ja, wie ist das? Können wir denn überhaupt was kreieren, wenn wir gar nicht ein klares Ziel formulieren können, ne? Wenn wir da so wischiwaschi zwischen den Energien, den Polen hängen, ne? So dem einen Seite und der anderen Seite. Können wir da überhaupt was kreieren? Auch wieder so eine Frage, ne? Oder so, ne? Bin ja kein Shaolin-Mensch, ne? Aber die würden wahrscheinlich sagen, ja, ne? Alles geht darum, die eigenen Energien zu meistern. Und ist das wahr, ne? Muss ich hier diese Energien meistern? Ist das die Lebensaufgabe? Muss ich irgendwas meistern? Muss ich irgendwas überwinden? Muss ich irgendwas erreichen? Muss ich irgendwas lernen? Stimmt das? In mein System schreit nein. Ich muss gar nichts machen. So, ich muss nichts machen. Ich muss einfach nur sein. So. Ich muss nichts erreichen, ich muss nichts verändern, ich muss nichts transformieren, ich muss nichts, keine Schattenarbeit machen, ich muss nichts rauskramen.
sondern einfach Leben selbst sein. So, das sagt mein ganzes System. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt so Fragen, denn mein Leben könnte sich wirklich, sagt mein Verstand, könnte sich wirklich anders anfühlen. Also mit mehr Sicherheit, mit mehr scheinbarer Stabilität, mit mehr Kontinuität, mit mehr dem und dem und dem. Aber in dem Moment, wo ich schon ausspreche, da wird mir schon bewusst, dass das der totale Bullshit ist. Das sind nur Konzepte, die mir irgendwer gesagt hat, die ich irgendwo gehört habe, die mir irgendwie die Gesellschaft beigebracht hat. Dann was bedeutet denn, also welche Referenzpunkte haben wir denn? Welche Referenzpunkte sagen uns denn, dass wir irgendwie mehr erreichen müssen? Ne? So disziplinierter sein müssen. Lernen müssen. Überwinden müssen. Welcher Referenzpunkt? Und wenn man da kein stabiles, vielleicht geht es ja hier darum, um irgend so ein stabiles Ich, ein stabiles Selbst. Aber was ist ein stabiles Selbst, wenn sich alles immer wieder ändert? Gibt es das überhaupt? Ja, es gibt ja Menschen, die kriegen dann von ihrem Guru einen Namen oder ändern ihren Namen, weil sie einfach Bock haben. Dann gibt es Menschen, die adoptiert sind und wissen eigentlich ja nicht, ist ihr Geburtsdatum richtig? Und, ja, dann bist du irgendwie fast an die 60 und kriegst mit, du bist adoptiert. Also auch da war eine Scheinstabilität oder eine Lüge oder eine verdrehte Information und trotzdem hast du 60 Jahre gelebt. Also, das ist doch wirklich wahr. Das sind doch alles Ideen des Geistes. Das sind doch alles bla 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 des Kopfes, in dem Ego. Falsches Selbst. Das ist doch wohl wahr. So. Weil eigentlich sitze ich jetzt hier und es gibt nichts anderes. Ich sitze hier und ich nehme wahr, dass es irgendwie, ich schwitze irgendwie, habe so einen Angstschweiß, weil das hier mein Thema ist. Wollen wir hier an die Wurzel gehen und woher kommt der Angstschweiß? Woher kommt es, dass mich diese Thema so aufwühlt. Und jetzt kann man sagen, die Frage, woher kommt, das ist auch schon wieder irrelevant. Ne? Und ist es wichtig, dieses Thema zu transformieren? Fragezeichen. Ich habe das Thema, Punkt. So. Und wichtig ist vielleicht, das einfach wahrzunehmen, Ende. Ne? Ich sitze hier, irgendein Impuls hat mir eingegeben, ich soll mich jetzt hier hinsetzen und irgendwas ausdrücken. Ich drücke hier irgendwas aus, Themen kommen raus, Worte kommen raus. Allemal geht es darum, die Realität irgendwie nicht zu dekonstruieren, sondern zumindest tiefer, 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 weiter, größer in die gestalterischen Strukturen zu blicken. Das ist jedenfalls das, wofür ich brenne und das kann ich auch mal anerkennen. Ja? Also, wenn man sagt, das Mindeste ist im Leben, dass man, und so empfinde ich das, da lang geht, wirklich, wo es froh, leicht, weit ist, ja, so. Also, wo wir wirklich irgendwie Glück verspüren und was ist Glück? Glück ist einfach im Hier und Jetzt eins zu sein mit Gott. Das ist für mich Glück. Und jetzt ist wieder dieses Gott-Thema, da kann jeder sich mit sich selbst auseinandersetzen, was das bedeutet. Ich habe es hier oft genug gesagt, für mich ist es dieses Thema, wir haben hier eine Energie, in der sind wir irgendwie in unser Vortex, davon bin ich mehr und mehr. Wie soll ich sagen, überzeugt, das hier ist das Ich im Moment, was übereinstimmt mit den göttlichen Prinzipien. So. Und hier in dem Raum, im Hier und Jetzt, in der Übereinstimmung ist gleich Glück. So. Und da fühlt sich froh, leicht und weit ein.
Und das empfinde ich auch gerade, also neben einer gewissen Verunsicherung gibt es hier auch so eine Energie, die wirklich spielen möchte. Also, und ich glaube, wenn wir rauskommen aus so einem spielerischen Moment, wenn unser Verstand uns all das müssen vorgaukelt, dann haben wir schon verloren. Also, das könnte hier wirklich der Indikator sein, wenn es sich nicht froh, leicht und weit anfühlt. Ja, weit im Sinne wirklich von bewusstseinsöffnend. Man kann das wahrnehmen, inwiefern man diesen Raum hier, ja, größer und größer und größer in seinen Wahrnehmungen, innere, äußere Sinne, ne, ist ja nur ein Ausschnitt hier, ja. Das meine ich mit weit, einen weiten Bewusstseinsraum. So, und jetzt habe ich wieder abgelenkt und es ist schon eine Viertelstunde rum. Aber das Vollplänkel war augenscheinlich wichtig. So was wie Morgenseiten schreiben, um meinem Verstand mal ein bisschen eine Perspektivwechsel zu geben. Ich versuch's mal nochmal. Ich versuch's mal nochmal mit Zielfindung. Okay, dann machen wir jetzt so. Wie, nicht wie, wie ist die richtige Frage? Doch, wie kann ich mit dem Gefühl von froh, leicht, weit, finanziell erfolgreich sein? Klingt komisch. Eine andere Frage habe ich jetzt nicht. Und mal gucken, ob hier sich was ausdrücken will. Also wie kann ich in dem Raum, in dem ich jetzt bin, wie kann ich damit Geld verdienen? So, und Geld ist auch nur eine Energie. Also wie kann ich, was braucht's da? Was braucht's da? Weil wir leben nun mal in einer Welt, wo wir irgendwie noch Geld haben, ja? So, wir tauschen Waren über Finanzstrukturen, inwiefern die gesund sind oder nicht, steht hier auf einem anderen Blatt, aber so ist es nun mal, ne? Man sitzt nun an diesem Tisch und dieser Tisch ist irgendwann bezahlt worden und dafür habe ich irgendwo gearbeitet oder wie auch immer, ja? Dafür habe ich meine Zeit gegeben, ja? So, wie kann ich also mit meinem ureigenen Gefühl von froh, leicht, weit finanziell erfolgreich sein? Mal gucken, keine Ahnung. Ich finde die Frage selber komisch, aber da kommt nichts anderes raus jetzt. So, und das ist eine Energiekorrekturgrafik und dann schauen wir doch mal, was hier kommt.
Okay, also es war wirklich ein Prozess. Ich würde sagen, das ist jetzt vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein bisschen Farbe braucht. Also hier, da gab es so eine Stelle, die so im Prozess transformiert würde, würde ich mal sagen. Wir spielen ja hier, ne? Also eigentlich geht es ja um Spielen. Das ist ja mein Thema auch. Ich nehme mich ja immer viel zu ernst und das Leben viel zu ernst. Es ist ein Spiel, so. Und wenn man es nicht gelernt hat zu spielen, dann hat man hier echt ein Problem, ne? Also so, wenn man sich und die Welt und alles so furchtbar ernst nimmt. Also was hier hochinteressant war, hier war ein Wechsel drin von der Anfangszeichnung. Das war das Ich im Moment innen, von innen. Hier gibt es ja so mindestens zwei Ebenen, die sich immer ausdrücken wollen. Und dann ging es von innen in die äußere, in etwas, in die äußere Sichtbarkeit über. So, also es gibt hier so eine Wahrnehmung, dass ich im Moment von innen und außen, innen ist immer so eine ganz andere Zeichnung, eine Gefühlsebene. Und hier ging es dann aber nach außen über, in eine Außenenergie. So, das sind hier freie Verbindungen. Also nicht irgendwie Möglichkeiten, Verbindungen, freie Verbindungen, die aber wichtig sind. So. Also hier ist der Prozess des Machens, ne? Also ist ja eine Energiekorrekturgrafik wichtig, wie eigentlich immer. Weil wenn man sich das mal vorstellt, ne, es ist alles Energie und auch das, ne, es ist ja holistisch. Irgendetwas mache ich ja hier, ne? Also man gibt ja diesen Satz, wenn in China ein Reissack umfällt, hat das Auswirkungen hier in Deutschland. Oder bei mir oder im Leben der anderen. Ja, hat das. Und wenn ein Schmetterlingsflügel irgendwo schlägt, hat das eine Auswirkung, ja. Das heißt, wenn ich mich hier hinsetze und hier rumzeichne, es hat eine Auswirkung. Und wenn ich es mit einer Intention mache und mit einem Ziel, selbstverständlich. Und ich sage das hier so, weil das für mich auch total erstaunlich ist. Ja, ich habe noch vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich hier sitze und mehr erfahren kann, dass das wirkmächtige Realitätsbildung ist. Ja, also wie kann ich mit einem Gefühl von froh, leicht und weit finanziell erfolgreich sein? Das ist meine aktuelle heute, 17.07.2023, Neumond, Energiekorrekturgrafik. Und erst die Zukunft wird zeigen, ob sich was bewegt. Denn das ist wirklich mein Thema, dass ich wirklich mal andere Zeiten hatte und dass ich seit 10 Jahren mit einigen Unterbrechungen irgendwie an etwas vorbeilebe. Aber sagt mir nicht wieder der Verstand, habe ich nicht die 10 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen? Es ist wirklich der Mensch, der sich nicht falsch beschäftigt. Also, wie soll ich das sagen? Wir können uns natürlich alle beschäftigen. Ne? Also, ihr könnt jetzt im Garten arbeiten, ihr könnt jetzt schwimmen gehen, ihr könnt jetzt Freunde treffen, ihr könnt jetzt irgendwelche Arbeiten machen, die auf meinem Tisch sind, die irgendwie wichtig sind, die Projekte angehen und so weiter. Das könnte ich alles machen. Aber aus welchem Raum machen wir das?
Aus welchem Raum handeln wir? Das ist wirklich so eine Frage. Und der Raum ist natürlich, ist es nicht schwarz und weiß, es hat Grautöne, ja. Aber Fakt ist, dass die Welt anders aussehen würde, wenn wir aus unserem freien, weiten, fröhlichen, gottverbundenen Raum handeln würden. Und dabei bleibe ich. Die Welt würde fundamental anders aussehen. Denn was wir machen, ist, sind Ersatzbefriedigung. 99% Ersatzbefriedigung. So, das Thema hatte ich hier auch schon oft, ne? Es mag Menschen geben, die haben das nicht, aber da bin ich mir nicht sicher. Das sieht denn von außen so aus, ja? Sieht von außen so aus, als ob sie eingebunden sind. Man kann es spüren. Man kann spüren, wenn man einem Menschen gegenübersteht oder einer Arbeit gegenübersteht oder einem Bild oder einem Gedicht oder einer Gartengestaltung oder wie auch immer. Oder einem, ach, stellt euch vor, was auch immer ihr euch vorstellen wollt. Man kann spüren, aus welchem Raum etwas gestaltet wurde. Ist es mit Liebe gemacht worden? Ist es für die Gesamtheit gemacht worden? Hat sich das Göttliche ausgedrückt? Oder sollte das nur effizient sein? Soll das nur irgendwie der Verstand sich austoben? Also muss man irgendwas machen, damit man irgendwie Geld hat? Also diese Themen, das ist alles falsch. Ich leide da wirklich drunter. Ich leide unter dieser mentalen Struktur, dieses Konzeptes von Leben. Es ist ein Konzept. Wir sind so fernab, die meisten Menschen, von der Lebendigkeit des Seins, dass wir da überhaupt jagen. Wir sind so fernab, dass wir überhaupt da keine Idee haben. Ja, wie ist es, wenn man so weit weg ist von einem Gegenstand, dass man den nicht mal mehr mit dem Teleskop sehen kann? So weit entfernt sind wir von dem Urgrund unserer eigenen schöpferischen, nur Gott darf Punkte setzen, Kraft. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und es geht in meines Erachtens nach, oder zumindest ist etwas, was ich mir für mich selber wünsche und dann natürlich sehr gerne auch im Außen sehe, dass die Menschen in einem freiheitlichen Ausdruck sich selbst und dem göttlichen Prinzipien begegnen. Und wenn wir da stehen, wenn wir da lernen, mit unseren Energien, die Energien wahrzunehmen, mit unseren Energien zu spielen, dann entsteht freie, verbundene Momente. Natürlich gibt es auch irgendwas, was wir dann Konflikte nennen und Widerstände nennen und so. Aber die werden weniger und weniger und wir können mehr beobachten, auch in Konflikten. Also ich habe das schon zum Glück ein, zwei, dreimal gezeigt bekommen, ja, dass ich so Momente hatte, wo ich dachte, oh Gott, ja, wenn ich das früher erlebt hätte, da wäre ich jetzt neurotisch zusammengebrochen. Aber da war gar kein Anker mehr. Da war gar kein Anker mehr, um die gleiche Gefühlsebene abzurufen. Da war gar kein Anker. Ich war ausschließlich im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt, da haben wir keine Schmerzen. Und was ist das Hier und Jetzt, ne? Das ist ja so jetzt eine Sekunde, jetzt eine Sekunde, jetzt eine Sekunde. Hier und Jetzt ist der Raum des Alleins. Hier und Jetzt sind seelische Urgründe, ja, was ist das hier und jetzt? Das ist ein Raum des Gewahrseins. Das sind alle so Sätze, ne? Also das haben vielleicht alle hier schon irgendwo mal gehört, aber das sind wirkmächtige Sätze. Wenn ich sage Raum des Gewahrseins, dann meine ich einen Raum des Gewahrseins. Dann ist das nicht nur irgend so ein Wort. Dann rede ich hier von einem Raum, wo die meisten meiner Energiesysteme enthalten sind, aber etwas ist in mir, was über den Beobachter hinausgeht. Also der Raum, wo der Beobachter, das Beobachtete und der Raum der Beobachtung eins ist. Und das ist das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist nicht die Sekunde, sondern ein Raum. Ne? The Female Space. Aus dem kreiert wird. So, vielleicht. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Da gibt es noch andere Ebenen, aber manchmal mache ich auch den großen Wurf.
Ach, ich weiß, dass ich nichts weiß. Allemal hat es mir Spaß gemacht. Allemal hat es meine mentale Struktur aus der Box geholt. Und ja, schauen wir mal. Das will grün gezeichnet werden noch. Da fehlt noch etwas Grünes hier. Also übrigens hatte ich ja jetzt eine Erkenntnis. Ne? Also manche Erkenntnisse, die kommen ja auch viel später. Ne? Also ich hatte mal eine Erfahrung, da habe ich tatsächlich in einem Moment meines Lebens, jetzt ist es mir aufgefallen, also 1,5 Jahre später, so was wie so ein Chakrenrad gesehen. Ja? Also Chakren wissen ja alle und da gibt es so Zeichnungen und manche Zeichnungen von so Chakren sind besser und manche schlechter. Ich verlinke das mal unten. Und da habe ich eben, das war das Kronenchakra, glaube ich, was ich da gesehen habe. Also in einem Moment. Und wo habe ich das gesehen? Und warum ich das jetzt sage, das hat mit diesem Raum zu tun. Ja? Wenn wir sagen, ah, wir haben Chakren im Körper. Ja, wir haben so Chakren, Energiezentren im Körper. Dann ist es nicht wahr. Die sind nicht im Körper. Ne? Also wir haben so Sätze und dann mein kleines Ich sagt dann, oh, wo ist denn das im Körper? Ich meine, klar, die Wahrnehmung findet durch unseren Körper statt. Aber wo sind denn diese Chakren? Im Körper? Nee, die sind in einem anderen Raum. Die sind in einem erweiterten Bewusstseinsraum, in einer ganz anderen Ebene. Die sind unser Körper und sind mit unserem Körper verbunden und gleichzeitig nicht. Das ist da hochinteressant, denn alle Zeichnungen, die man so sieht, die zeichnen die Chakren immer, ne, haben wir ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, was hier, so ein menschlicher Körper. Bip, bip. So, jetzt kommt meine Spielebene. Na, vielleicht sollte ich doch Comiczeichnerin werden. So, und dann wären die Chakren ja hier irgendwo, weiß ich nicht, hier Halschakra und dann ein drittes Auge und hier oben übergeordnet. Und was haben wir dann auch? Herzchakra und dann haben wir, das ist vielleicht ein bisschen mehr hier unten. Dann, ach, ich vergesse sowas immer, Wurzelchakra und so weiter, Solarplexus, dass ich sowas immer vergesse, aber egal. Und dann wird das immer so gezeichnet, entweder so als Energie, die hier so ist, ne? Oder so eine Energie von vorne. Ja? Und all die Zeichnungen sind falsch, weil es ist in einem größeren Raum. Und ist, also wenn dann so groß oder noch größer. Und hat trotzdem dann mit dieser, ist trotzdem verknüpft dann mit der Körperlichkeit, die wir sehen, aber nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Also das Chakra ist nicht nur in unserem Körper. Es geht weit über die klassische im Fleisch sein, sag ich mal, im Fleisch. Es geht weit über das Fleisch hinaus. Die Chakren sind nicht im Fleisch. Vielleicht ist das der kurze Satz. Chakren finden wir nicht im Fleisch. Auch nicht in den Faszien. Ja, auch nicht auf der Haut. Ja, auch nicht in den Knochen. Die sind in einem anderen Raum. Und von diesem Raum rede ich hier. So. Ja, die Chakren sind in diesen Energieräumen vorzufinden und sind mit uns verbunden. Das ist nicht die Frage. Also die haben schon was mit uns zu tun. Aber es wäre doch schön, wir könnten aufhören. Das ist vielleicht dieser spielerische, kreative Aspekt, ja?
Oder wahrscheinlich 100% mein Thema. Ich nehme Worte zu ernst oder ich nehme Zeichnungen zu ernst. Ja? Also wenn mir jemand eine Zeichnung gibt, die da ist ein Chakra am Hals gezeichnet und ist jetzt hier das Kehlkopfchakra, dann denke ich, das ist in meinem im Fleisch. Sollen sie doch nicht so zeichnen. Also, meine Lieben, Quintessenz, macht euren Job. Macht euren Job, kümmert euch um euren freien, leichten, weiten Moment. Ja, beschäftigt euch mit der Mystik eures Inneren und mehr spielerisch und schaut, dass ihr das, was der megatechnische Pharao, wie Jochen Kirchhoff ausdrücken würde, uns liefert, dass wir uns über den hinterfragen, mindestens hinterfragen, mindestens immer hinterfragen. Ist es die richtige Perspektive? Kann ich nicht einen Perspektivwechsel einnehmen? Es gibt nicht nur A, es gibt auch nicht nur B, es gibt auch nicht nur C. Es gibt zu jedem Moment in unserem Leben Ionen von Möglichkeiten. So, ja, wenn wir es schaffen, Perspektivwechsel einzunehmen, dann ist unser Verstand auch nicht eingeklemmt in zum Beispiel. Chakren sind doch in meinem Körper. Nein! Okay, heutige Thema der Schulklasse. Heutige Unterrichtseinheit ist gewesen. Oh mein Gott, freier Wille versus Hingabe. Ego versus göttlichem Prinzip. Es ist natürlich alles eins. Auch ein Ego ist nicht versus, sondern ein Bestandteil all dieser Strukturen. Und von daher lasst mit spielen und ich werde berichten, ob meine heutige Energie, persönliche Energiekorrekturgrafik, wer Intuition hat, kann sich gerne darauf einlassen. Wer ein finanzielles Thema hat, so nach dem Motto, ich fühle mich frei und möchte aber wirklich finanziell wirklich ein Auskommen haben in dieser Welt und möchte nicht Widerstände überwinden, finanzielle Widerstände oder eine Arbeit machen, die mich nicht ausfüllt. Der kann auch mal gucken, ob er zu der Energiekorrekturgrafik einen Impuls hat. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das nochmal so mache, dass man das auch ohne Schatten sieht hier. Ja, scheint kaum möglich zu sein. Wo kommt der Schatten her? Oh mein Gott. Bin ich das selbst hier? Gar keine Ahnung. Ist das hier ein Glas? Das sind das. Das ist auch mal wieder interessant mit den Schatten, ne? Spiele ich ja äußerst gern mit rum. Ich verstehe das gar nicht. Wieso ist hier? Das muss der Schrank sein. Oder das hier. Ah, da hängt was am Fenster. Sorry, ich bin verwirrt. So, hier sieht man es mal ein bisschen ohne Schatten. Let's play together. Okay, ist auch alles für mich, ne? Ist ja mein Kanal, interessiert ja keinen so richtig. Aber damit habe ich mich jetzt inzwischen auch abgefunden, dass ich etwas mache, was der Algorithmus irgendwo nach Indien verschifft, geistig. Und ich spreche aber nicht Hindi hier. Weil man kann nämlich, also by the way, das ist wirklich interessant, ne? Natürlich gibt es sowas wie YouTube Studio und wie heißt das? Team Buddy oder so. Also da gibt es so Apps und Programme, wo man wirklich seinen YouTube-Kanal analysieren kann, wenn die Daten ausreichend sind und hochinteressant. Ne? Also es gibt ja ein Video bei mir, das wurde 1.500 Mal angeklickt. Übergänge hieß das, glaube ich. Und da habe ich mal geguckt, wie das dazu kommen konnte. Da hat auch der Algorithmus wirklich gedacht, der musste mal irgendwie nach Indien und China rüberschmeißen. Und die Leute haben da irgendwie rumgeklickt. Das war alles. Also wir sollten uns auch nicht von Zahlen verwirren lassen. So, every number und counts. Also danke all den Abonnenten. Es sind 18 an der Zahl. Ich glaube, ihr könnt mich auch selber abonnieren, das weiß ich gar nicht. Also herzlichen Dank für all die, die sich hier schon
interessieren und ab und zu mal reinklicken. Genau, jeder Abonnent, jede Abonnentin zählt. So, und ich bin für Kommentare total dankbar. Und ja, lasst euch mehr und mehr darauf ein. Es ist eine Form, die ich in der Form jetzt noch nicht gesehen habe. Also es gibt, glaube ich, Energiezeichner auch auf YouTube. Ich habe mich jetzt nicht mit beschäftigt. Aber wir denken wieder an die Schneeflocke. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Und was sagt das über uns Individuen aus? Was sagt das über mich aus? Und das, was ich hier mache? Ja, sei eine einzigartige Schneeflocke. So. Okay, Sonne scheint. Tschüss. Tschüss.